Esther und Peter Müller aus Freienstein in der Schweiz fragen: In Israel gibt es zwei Feste, die einen ähnlichen Inhalt haben, nämlich Chag Matan Torah, übersetzt das Fest der Torah-Gabe, zusammen mit Shavuot, mit dem Wochenfest, das was wir als Pfingsten feiern, und Simchat Torah, zusammen mit Sukkot, mit dem Laubhüttenfest. Simchat Torah, das ist das Freudenfest der Torah. So wie wir es verstehen, schreiben die Müllers, drücken beide Feste die Freude an der Bibel aus. Sind diese Feste in der Bibel verordnet? Und wer feiert sie? Juden in Israel, Juden in der Diaspora, welche Gemeinden? Wir kamen auf diese Fragen, weil wir keine christliche Gemeinde kennen, die je ihre Freude am Wort Gottes auf ähnliche Weise ausgedrückt hat. In diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage, wie weit Christen die jüdischen Feste auch feiern können oder sollten. Ich habe mich manchmal gefragt, so ganz am Anfang unserer Zeit hier, wozu braucht Gott eigentlich das jüdische Volk, wenn er uns Christen hat? Und das fragen sich vielleicht manche Christen. Und mir ist es, als ich auf einer jüdischen Hochzeit war, wie Schuppen von den Augen gefallen. Also da feiern, das war eine orthodox-jüdische Hochzeit, und da feiern Männer und Frauen getrennt. Die kommen dann so ab und zu so annäherungsweise zusammen, wenn Braut und Bräutigam sich treffen, aber ansonsten ist das getrennt. Und da wird getanzt. Und ich war natürlich auf der Männerseite und da wurde wie wild getanzt. Und ich habe da gemerkt, wenn Gott das mag, dass Leute tanzen, aus Freude tanzen, dann brauchen wir das jüdische Volk. Ich habe sowas noch nie erlebt, in ähnlicher Weise. Und es ist auch ganz gut, dass die Frauen da nicht zugesehen haben. Dadurch konnten die Männer wirklich ohne alle Einschränkungen tanzen. Die wissen, wie man feiert. Warum fragen wir uns, ob wir Feste feiern müssen? Das ist doch irgendwas faul. Sollte man irgendwo Feste feiern eingrenzen? Ich denke nicht, solange es nicht unmoralisch wird in irgendeiner Form. Also deshalb, wenn ich von hinten anfange, wie weit sollen Christen Feste feiern? Jetzt ganz gleich welche. Solange es nicht irgendwo unserer Überzeugung als Christen widerspricht. Und die meisten jüdischen Feste sind tatsächlich in der Bibel nicht vorgeschrieben, sondern uns als ein Angebot gegeben. Warum sollten wir uns da einschränken? Warum sollten wir nicht mitfeiern? Die Feste, von denen wir in der Zukunft wissen, zum Beispiel das Laubhüttenfest, beim Sacharja ist davon die Rede, da kommen die Nichtjuden dazu und feiern das gemeinsam mit Israel. Sie fragen, sind diese Feste in der Bibel verordnet? Sind sie für uns verordnet als Christen? Also, das wäre der Sinn dieser Sendung verfehlt, wenn ich Ihnen das Bibellesen abnehmen würde. Lesen Sie doch mal Ihre Bibel von Anfang bis zum Schluss durch mit der Frage, was ist uns da verordnet? Aber vielleicht sind es ja gute Medikamente, die uns verordnet sind. Vielleicht ist ja etwas, das frei macht, etwas, das Spaß macht. Wie ist das mit diesem Freudenfest der Torah und mit diesem Fest der Torah-Gabe, also dass die das an Shavuot, an Pfingsten, am Wochenfest feiern. Die Juden kommen darauf, indem sie einfach rechnen, wie lange haben die Kinder Israel gebraucht, vom Auszug aus Ägypten bis zum Sinai. Lesen sie es in der Bibel nach und rechnen sie nach, wie viele Tage sind es von Ostern, also vom Passafest, bis zum Pfingstfest, bis zum Wochenfest, zu Shavuot. Und dann kommen sie drauf. Es ist ein Armutszeugnis, wenn es tatsächlich stimmt, dass Christen sich nicht so über das Wort Gottes freuen wie Juden. Aber vielleicht stimmt ihre Analyse. Und ja, vielleicht sollten wir da als Christen etwas lernen von Torah-gläubigen Juden, anstatt immer dazustehen und meinen, wir hätten's. Ich möchte Ihnen da ganz viel Mut machen, und dazu soll das ja auch hier dienen, was wir in dieser Sendung machen, dass wir Israel besser kennenlernen. Aber machen Sie es darüber hinaus, gehen Sie in die Synagogen in Ihrer Nachbarschaft, in Ihrer Stadt, feiern Sie die Feste mit, seien Sie mal neugierig. Sie werden merken, jüdische Menschen sind da sehr, sehr offen, freuen sich darüber, wenn Sie es erklären können.
Ich will nicht ausschließen, dass es Juden gibt, die vergessen haben zu feiern, wenn sie in der Schweiz oder in Deutschland leben. Aber eigentlich ist es ihnen Gott sei Dank verordnet. Und sie müssen zum Beispiel beim Laubhüttenfest, sie müssen sich freuen, auch wenn alles dagegen spricht. Das sollten wir vielleicht lernen.